Vielleicht kann ich mir das Mikrofon ans Ohrläppchen klemmen. Ist bestimmt auch lustig. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Scheiße! Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin hier bei meiner CEO War. Aber jetzt muss ich erstmal auch nachgucken, welche das überhaupt war, weil daran kann ich mich nicht erinnern. Die hängt schon eine ganze Weile hier, bestimmt ein halbes Jahr. Hier sind mehrere DAX-Bauten, allerdings sind die anscheinend nicht mehr benutzt. Aber ich habe sie trotzdem hängen gelassen, weil hier kommt auch ab und zu mal ein Reh durch. Und hier sind auch Markierungen von Wildschweinkeilern. Waschbären sind hier auch unterwegs. Marder gibt es hier. Ein paar Vögel landen hier manchmal und suchen im Laub nach Ungeziefer. Deswegen habe ich die hier hängen gelassen. Die 70. Gut. Was mache ich hier? Ich will natürlich die Aufnahmen einsammeln. Ich habe ein paar Mal E-Mails bekommen von Leuten, die Fragen stellen über ihre Wildkameras. Wie kann ich von 22 bis 6 Uhr aufnehmen? Das Zeitfenster, immer wenn ich das einstelle, funktioniert es nicht. Ganz einfach zu beantworten, weil 0 Uhr ist Datumsgrenze und das kann die Elektronik nicht, weil die springt dann über der Datumsgrenze hinaus. Man kann das aber mit einem Trick machen, indem man einfach 12 Stunden falsch einstellt. Also wenn man 12 Uhr mittags hat, dann stellt man 0 Uhr ein und dann legt man halt fest, die Kamera soll dann von um 10 bis 17 Uhr aufnehmen, zum Beispiel, 16 Uhr, von 10 Uhr bis 16 Uhr. Dann funktioniert es. So kann man nämlich so einen kleinen Trick machen. Dann ist zwar die Anzeige um 12 Uhr verschoben, aber ist nicht so schlimm. Manche Kameras haben zwei Zeitfenster. Da kann man dann einstellen von 22 bis 23.59 Uhr und dann von 0 Uhr 1 bis 6. Das würde auch gehen, aber das mit dem 12 Stunden verschieben ist einfacher. Ich würde dann sozusagen hier einfach in der Zeiteinstellung, oh, kann man das sehen bei dem Gegenlicht, sondern 1 Uhr, dann wäre das sozusagen um 1, dann wäre das sozusagen um 1, würde ich jetzt das Zeitfenster einfach einstellen von 11 Uhr bis 16 Uhr. Und dann würde die Kamera immer von nachts von 23 Uhr bis um 6 Uhr an sein, weil das halt eingestellt ist und zwar exakt um 12 Stunden. Ganz einfach. Über die Datumsgrenze hinaus, das funktioniert mit den meisten Kameras nicht, das kann die Elektronik nicht, das versteht sie nicht, weil da ist ein Datumwechsel dazwischen. Und dann würde die Kamera höchstwahrscheinlich ständig aufnehmen, weil sie den Endzeitpunkt nicht kapiert, die Elektronik. Und dann macht sie einfach weiter. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen, die CEOMORE CY70 hier gemacht hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Meine Videos kommen immer freitags um 12 Uhr. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Vari.